Und es geht weiter mit Death Must Die. Wir versuchen heute einfach mal mit der Magierin komplett in Richtung Necromancer zu gehen. Das heißt, wir fokussieren uns auf die Gottheit des Todes und suchen natürlich dann dementsprechend auch oder versuchen, das optimal zu kombinieren. Es ist immer random, welche Gottheiten man bekommt. Es ist einfach ein bisschen schwierig, da dann kontinuierlich das immer wieder so zu reproduzieren, wie man es sich vorstellt. Aber das führt auch dazu, dass man immer mal wieder ganz lustige oder ganz gute neue Kombinationen herausfindet, was auch gar nicht schlecht ist. Im Moment bin ich wirklich gut ausgestattet, immer noch mit den komplett mystischen Sachen und hier mit zweimal Skeleton Army. Das hilft natürlich. Hier sind es 24 Skelette, die ich schon dabei habe. Hier sind es 4 Skelette und hier am Feuer stellen wir unseren Spell ein auf. Genau. Mehr Summon Damage. Also, wir gehen hier auf den Necromancer und alle drei Level machen die beschworenen Skelette bis zu maximal 220% mehr Schaden. Und das nehmen wir doch einfach jetzt so mit. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt auch die Gottheit des Todes bekommen. Und es geht los. Und ja, ich habe natürlich schon einiges an Skeletten dabei, einfach nur durch diese beiden Gegenstände. Also, 28 Skelette. Die rennen jetzt hier schon rum. Super praktisch. Wir legen los, machen hier alles platt und sammeln natürlich hier einen gelben Punkt auf der Minimap nach dem anderen ein. Denn wir wollen halt sofort uns hochboosten und buffen und alles an Boni mitnehmen, die es so gibt. Aber natürlich auch direkt hier die Spells mitnehmen, beziehungsweise die XP mitnehmen, damit wir gleich hier die nächste Gottheit kriegen. Oder die erste. Wir brauchen die Gottheit Frost. Wir brauchen die Gottheit des Todes. Und ich nehme mal Blight mit. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Frost können wir nehmen. Frost und Tod kann man ganz gut kombinieren. Tod und Zeit. Der Gott der Zeit passt auch richtig, richtig gut. Das geht auch richtig steil ab. Ich bin übrigens jetzt hier im ganz schwierigen Modus. Das heißt, es ist alles hochgestellt, was die Monster schwieriger macht. Was aber auch für uns eine höhere Drop-Chance bietet für bessere Items. Lightning. Spell Speed Cooldown. Ja, nehme ich auch mit. Jetzt brauchen wir aber als nächstes, wir haben nur 3 Gottheiten zur Auswahl. Jetzt brauchen wir aber auch die Gottheit. Movement Speed nehmen wir mit. Des Todes. Nun ist es soweit. Eine haben wir nur noch zur Auswahl. Und dann haben wir die drei Götter durch hier. Und sie sind's. Jetzt muss ich auf jeden Fall rerollen. Das ist sie doch. Genau. Mordtochter des Todes. Perfekt. Glück gehabt. Also, und wir nehmen den Dash und das ist das Wichtige. Und das ist das, was halt auch richtig Bock macht bei ihr. Wir nehmen den Dash Life Link Spell Dash. Perfekt. Und jetzt geht es ab. Er ist nur kurz. Er ist auf Stufe 1 nur. Ganz low gerollt, leider. Aber damit starten wir schon mal rein. Und dieser Lifelink, dieses Legion, ist halt mega praktisch. Also erstmal dashen wir jetzt hier die ganze Zeit durch die Gegend. Sammeln hier schön alles ein. Und wir kriegen halt ein wenig Leben. Aber wir saugen halt hauptsächlich den Viechern das Leben raus. Und wenn wir jetzt eben durch den Blitzgott, da haben wir den Cooldown jetzt reduziert. Jetzt können wir hier sogar auch noch, schneller. Ne, wir machen erstmal nur die Cooldowns, damit wir hier schneller wieder dashen können. Das ist doch schon super praktisch. Und später, jetzt haben wir natürlich nicht den Gott der Zeit mit drin. Das wäre natürlich nochmal nice, damit die Wirkdauer sozusagen erhöht wird. Aber nicht so schlimm. Alles nicht so wild.
klappt auch so ganz gut. Das macht es ja auch eigentlich immer ganz nett. Man hat halt immer so ein bisschen unterschiedliche Kombinationen eben der Gottheiten. Und dadurch, ja, auch ganz andere Eindrücke vom Spiel. Ich überlege gerade, ob das wirklich, habe ich wirklich auf schwer gestellt. Hier kommt so viel Müll bei raus. Ist das wirklich, hat er das gespeichert? Vielleicht renne ich doch im Easy-Mode gerade rum. Blight wieder, jawohl. So, sehen wir auf jeden Fall dann am Ende vom Run. Beziehungsweise irgendwann werden wir es einfach merken, wenn die Mobs einfach so umkippen und nicht wirklich eine Challenge sind. Sie kippen schon einfach um. So, aber die Skelette machen auch gerade schon übelst den Schaden. Das ist natürlich auch schon praktisch. So, wir haben auch natürlich, ne, wir haben natürlich auch nicht den Gott der Zeit für die Skelette. Da gibt es ja auch noch eine Fähigkeit, dass Beschworene auch nochmal mehr Schaden machen. Da ist sie nochmal. Genau die wollen wir doch haben. Tochter des Todes. Moinsen. Perfekt. So. Und jetzt kommen wir hier auch, kriegen wir auch schon ein bisschen was Besseres. Ich fange erstmal an. Skeletons. Ne, wir fangen erstmal an mit dem normalen Auto-Attack. Dass wir jetzt hier auch den normalen Auto-Attack von ihr haben. Kommen 4 Schüsse direkt raus. Lässt sich einfach alles ganz gut kombinieren, denn die Schüsse, die verfluchen und durch das Verfluchen können wir dann auch noch, das wollen wir nicht, können wir dann auch noch mehr Schaden generieren. Also das ist schon mal eine ganz gute Kombination bei ihr. Sie hat auch noch andere Beschwörungen, die nehmen wir auch gleich alle mit. Wir können dann Raben beschwören. Wir können dann irgendwann noch weitere Skelette beschwören. Oh, ich kam dran. Haha, war genau noch am Rand. Perfekt. Der 100% Damage Boost. Den damit nehmen wir natürlich gerne mit. Gerade in solchen Bossphasen hier. Oh, was hat er jetzt? Lightning Orbs. Autocast. Den Chain Lightning. Nehmen wir mit. Ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Wir machen eh gerade Chain Lightning sozusagen oder so Ketten, Todesketten. Dann können wir auch den Kettenblitz mitnehmen. Der passt ganz gut da rein. Also ich würde fast sagen, der Todesgott, die Todesgöttin, dazu der Gott des, der Blitzgott und der Gott der Zeit. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Das geht richtig steil ab. Wenn du eine andere Kombination kennst, auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Teste ich gerne aus oder versuche ich mal zu fokussieren, dass ich die zusammenkriege in der Kombination. Aber so sieht das schon mal ganz gut aus. Cooldown ist ganz gut zurzeit. Ja, sehr gut. Und damit haben wir schon die eine Bossphase hier durch. Hier noch ein paar XP's einsammeln. Ja, ab geht es. Ab geht es schon. Chain Lightning direkt auf Expert. Wow. Nehmen wir natürlich mit. Nehmen wir natürlich direkt mit. Nice. So, weiter geht's hier. Jetzt hätte ich bald gerne den Leech hier. Der muss bald mal ein bisschen gepusht werden. Kurz nach hier unten. Oh, da haben wir nochmal den Damage. Jawohl. Und jetzt weiter hochpushen. Im letzten Video hatten wir ja auch den Gott der Zeit mit drin, was mega praktisch ist, auch mit seinem Autocast. Das werde ich auch nochmal neu fokussieren. Blight auf nächster Stufe. Den Autocast dann mit den Homing Missiles, das werde ich auch auf jeden Fall auch nochmal testen. Das scheint auch richtig gut zu sein. Geister greifen dich an. Das passiert jetzt gleich direkt, aber wir kriegen 40% mehr beschworenen Damage und das wollen wir ja. Jetzt kommen gleich die Geister irgendwo, da unten kommen sie an. Die Beschworenen, unsere Skelette, die hauen natürlich schon alles weg, gar kein Problem. Hier würfel ich mal neu und wir gehen nochmal auf Chain Lightning, perfekt.
Perfekt. Also es läuft jetzt schon richtig gut in der Kombi. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir eben die... Ich verliere Glück, aber gewinne 2 Spells. 100% mehr Experience. Weniger Experience, aber mehr Spell Damage. Mach ich mal. Weniger XP, dafür mehr Spell Damage. Ich hoffe, dass ich durch den Spell Damage schneller töte. Wobei eigentlich... ich glaube, das ist nicht so ganz smart. Viel XP ist schon ganz nice, weil man eben einfach schneller in die nächsten Stufen der Zauber kommt und dadurch kriegt man automatisch mehr Schaden. Macht eigentlich keinen Sinn, das zu nehmen. Was war da unten? Irgendein Emerald, okay. Wir gehen rein in Cooldown, Movement Faster. Oder wir gehen auf nächste Stufe. Mehr vom Kettenblitz. Und danach nochmal in den Cooldown. Ja, aber so klappt es schon ganz gut. Und man sieht, es geht halt alles platt, ne? Also quer über die Map wird halt hier alles kaputt gehauen. Dadurch, dass ich eben auch schon so eine große Einsammel-Area habe, durch die guten Klamottis. Hier sind 1800 drauf. Auf die verschiedenen Items hier auch nochmal 1800. Also man hat dann schon irgendwann ein sehr, sehr großes Feld, wo man quasi alles einsammelt. Und ja, das nutzt man dann natürlich. Ich glaube, wir sind immer noch im Easy-Modus. Ja, sonst wären die nicht so schnell umgekippt. Lifelink hier. Und Light. Also, wir sind tatsächlich noch im Easy-Mode. Das heißt, beim nächsten Video gehen wir dann mal in den Hard-Modus. Und da werde ich das dann testen in Kombination mit dem Gott der Zeit. Und den Homing Missiles. Interessiert mich wirklich. Also ob das gut geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es gut geht. Weil gerade mit dem Gott der Zeit springen die Missiles, dieser Autoschuss jetzt gerade. Der springt halt zwischen den Gegnern noch hin und her so ein bisschen. Das heißt, es treffen ja alle Geschosse. Und alle springen dann hin und her. Es fliegt nichts dran vorbei. Müsste richtig abgehen. Sollte richtig abgehen. Ja, aber ich meine, so zum Zeigen ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Gerade mit dem Absaugen hier. Klappt übrigens auch richtig gut im schwierigen Modus. Im ganz harten Modus hatte ich das die ganze Zeit eigentlich so immer wieder gespielt hier. Mit dem Absaugen. Also da hat sich jetzt eigentlich nicht viel getan. Weil das, weil man eben auf Entfernung schon den Schaden macht. Weil man eben so ein bisschen Leben wieder generiert. Und gerade auch in Kombination mit den Skeletten, die hier rumrennen, ist es natürlich auch super praktisch, weil wir einfach so ein bisschen tanky werden. Beziehungsweise, die tanken halt alles weg, die Skelette. Die blocken schön, die blocken die Bosse, die schweren Bosse, die großen Bosse, die blocken die kleinen. Oder man kann sich auch einfach mal dahinter verstecken, wenn so eine Horde ankommt, auch das gar kein Problem. Und wir suchen hier eigentlich jetzt gerade nur die Map ab. Nach den gelben Points. So, weiter durchziehen. Und alles einsammeln. Zack, wo sind wir jetzt hier? Blight. Ja, nehmen wir weiter. Wir machen einfach weiter diese großen Frostflecken hier. Zack, die Mobs kommen schon fast tot hier an. Super praktisch. So, weiter geht's. Und einfach nur tatsächlich auf der Minimap gucken, wo sind die nächsten gelben Punkte. Nichts anderes. Einfach nur die Schreine abfarmen. Jetzt kommen schon die etwas schwierigeren Gegner. Auch das natürlich praktisch. Gleich mal gucken, dass ich vielleicht die Dauer von diesem Dash irgendwie erhöhe. Das nehmen wir natürlich mit hier. Denn dann kann ich einfach noch länger an den rumsaugen und muss nicht die ganze Zeit dashen. Halt, da unten liegt irgendwas. Da unten haben wir aus Versehen den Boss gekillt. Da ist sie.
Und wir nehmen den Soul Stealer. Es wird ein bisschen Zeit, dass wir die öfters kriegen. Lifelink, nächste Stufe, wäre auch super wichtig. Aber ich nehme erstmal den Soul Stealer. Perfekt. Und wir sind wieder drin. Tipptopp. Und jetzt gehen wir auf den Lifelink. Den Lack, den brauchen wir nicht. Den könnte ich eigentlich sperren. Damit da lieber was anderes für kommt. So, den haben wir jetzt verbannt sozusagen. Dann kommt dieser Spell, wird dann nicht wieder vorgeschlagen. Attack Area, Spell Area. Dadurch werden die Pfützen größer. Und auch hier wieder Spell Area. Gleicher Schrein nochmal, jawohl. Die sind einfach so nice. Dieser aufgeknackte Dosensound. Kannst du nicht ausdenken. Von den Rittern hier, ja. Zack. Da fallen sie einfach um. So, noch mehr Gold. Und da haben wir noch einen großen Schrein. Was haben wir denn hier? Ja, wir brauchen alternative Rolls eigentlich nicht. Ich mach mal das hier, dass wir vielleicht bessere Rolls bekommen. Es kommen schon wieder die etwas schwierigeren Gegner, das ist gut. Das ist super praktisch hier, dieser Jumper. Jetzt haben wir dreimal. Können jetzt quasi dreimal dashen. Wir haben die eh, ne? Evasion. Ich reroll trotzdem mal. Siehste, Lifelink auf Expert. Perfekt. Perfekt. So mok wieder. Zack, jetzt wird hier abgesaugt, ey. Zack. So lange leben die gar nicht. So lange leben die gar nicht, wie ich jetzt Schaden reindrücke. Das heißt, die grünen Strahlen bleiben gar nicht so lange bestehen, sondern nur bei Gegnern, die halt auch ausreichend Leben haben. Ich gehe einfach mal auf den 100% Damage und booste hier weiter. Wir sind im Easy-Mode. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht an einem Damage-Schrein stehen bleiben, um die nächste Bossgruppe zu kriegen. Guck mal hier, zack, zack, zack. Weiter geht's. So, das sieht doch gut aus. Für jeden immobilisieren mache ich allerdings nicht. Das heißt, wir gehen auf die Spell Area. Also die werden eigentlich so gut wie nicht eingefroren. Die kriegen zwar ihren Schaden, aber haben nicht so einen Frosteffekt, die Gegner. Oder selten mal, dass sie einen Frosteffekt haben. Fast übersehen hier. Und da kommt schon die Boss. Ach, perfekt. Die Bossgruppe. So, was haben wir da oben noch? Bisschen aufpassen, dass wir nicht so oft getroffen werden. Und immer schön bei den Skeletten bleiben, wenn man sie gerade sieht. Ja, oder eben auch nicht. Aber immer versuchen, dass die eben auch Schaden machen können. Perfekt. Curse. Wir machen, glaube ich, erstmal die Ravens. Ja, wir machen erstmal die Ravens. Die machen auch nochmal zusätzlich Schaden. So, jetzt haben wir die Raben. Wir haben die Skelette. Aber wir haben noch nicht Skelette, die wir per Zauber zusätzlich hervorrufen können. Das gibt's auch nochmal. Das heißt, wir können Skelette hervorrufen, wir können Geister hervorrufen, da fliegt gerade einer hoch. Und wir können die Raben hervorrufen. Und zusätzlich habe ich eben jetzt die Begleiter eben gerade noch dabei von den Items. Die zählen halt dann quasi extra. Wham. Alles platt gemacht. Krass. Ja, und Blight, also die Flecken hier, die Eisflecken die ganze Zeit, sind auch ziemlich heftig. Oh ja, jetzt kommen die stärkeren Mobs. Jetzt geht's ab.
Ich reroll mal. Gibt es irgendwas Besseres? Ausweichen. Tja, jetzt haben wir sie eh. Ich nehme einfach mal das, dass wir nochmal rerollen können. Ja, hier kommen jetzt, wie gesagt, die stärkeren Gegner. Man sieht es einfach auch an der Dauer. Das ist auch mal ganz praktisch. Wir kriegen eine höhere Chance, blaue Zauber offeriert zu bekommen. Offers, also angeboten zu bekommen. Auch nicht verkehrt. Oder ich kriege mehr Heal. Und ich bin eigentlich, also wenn es, ich sag mal, Adept ist ja ganz nett. Aber eigentlich bin ich bei mehr Heal, denn dann droppen mehr von den Herzen. Und das kann in manchen Situationen ordentlich den Hintern retten. Faster, Speed Cooldown oder auf Expert 3 bis 300. Chain Lightning. Chain Lightning, Chain Lightning, ja. So, weiter geht's. Spell Damage increased, sehr schön. So, also das läuft bisher ganz gut. Und wir haben schon die nächste Bossphase. Siehst du, da haben wir gerade ein Herz gedroppt. Super praktisch. Halbes Leben nur noch gehabt. Und damit ist der Boss auch schon kaputt, weil er einfach die ganze Zeit in der Mitte von den ganzen beschworenen Skeletten stand und einfach komplett auf die Backen gekriegt hat. Ne? Die machen schon so viel Schaden. Und hier haben wir den Zauber mit den Skeletons. Deadly Strike. Autocast. Ich habe den Eindruck, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, und wir testen das jetzt einfach mal live. Ich habe den Eindruck, dass diese nochmal kommen und dass wir hier einfach mit dem Reroll die Qualität erhöhen können. Oder es kommt einfach was ganz anderes. Soulstealer. Huh. Oder nehme ich den Link hier nochmal? 100 bis 200? Oder die Ravens? Ich glaube, ich nehme die Ravens erstmal. Soulstealer. Ne, ich nehme die Phantome. Dann haben wir die auch schon mit drin. Und hier natürlich aufheben. Jawohl. Erstes rotes Item hier aus dem Run. Vom Boss nehmen wir natürlich mit. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Gas geben hier. Tempo ist gut. Angriffstempo ist gut. Aber wir könnten irgendwie nochmal schneller dashen, ey. Das wäre schon nicht schlecht. Da haben wir den nächsten 100% Spell Damage. Nehmen wir natürlich gerne alles mit. Mehr Heals. Schon wieder gegen, das ist echt das Schlimmste, man dasht einfach gegen diese Pömpel, gegen die Pylone oder sowas. Das hat mir auch schon mal das Leben gekostet. Dann dasht man einfach weg und kommt nicht weg, weil da so ein Pömpel steht. Area increased, ja, nehmen wir. Das sieht auch schon alles gut aus. Mehr Glück. Ja, läuft richtig gut. Also, Gott des Todes. Richtig, richtig, richtig stark. Gerade eben auch hier mit diesem Dash-Spell. Lohnt sich enorm. So, weiter geht's. Natürlich immer aufpassen, dass man gerade wenn so Boss-Fights sind, nicht sämtliche Dashes irgendwie aufbraucht. Und dann auf einmal nicht mehr dashen kann, wenn so ein Schlag reinkommt, ne? Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Das heißt, man dasht die ganze Zeit rum, weil man Schaden machen will. Und auf einmal kommt dann ein Boss, der einen riesen Area-Schaden macht. Und zack, kriegt man den ganzen Schaden ab. Schlecht. Mayhem, auch richtig, richtig krass. Wenn die Gegner sterben
vom Fluch, dann kriege ich permanenten Schaden. Krass, richtig krass. Nehmen wir natürlich mit. Ist auch nicht so häufig drin in der Auswahl. Also wenn man da die Chance hat, dann gerne mitnehmen. Jetzt kommt das Dosenbier wieder. Jetzt habe ich, genau, jetzt habe ich gerade so einen Schlag abgekriegt. Und das ist der nächste Schlag. Siehst du, genau das. Also das sind hier diese Boss oder diese Mini-Bosse, die jetzt gerade hier als normale Gegner rumrennen. Die einen dann killen können. Ist es denn wahr? Ah. Passiert einfach. Passiert einfach. Soul Stealer hat hier natürlich am meisten Damage gemacht. Oder, ja doch, knapp am meisten, ne? Beziehungsweise Damage over Time. Aber der Live-Link hat insgesamt am meisten Schaden gemacht. Krass, 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 krass. Ja, so kann es gehen. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist natürlich erstmal hier alles hochstellen. Hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal gemacht und nicht gespeichert, möglicherweise. Hier alles hochstellen, so, dass wir hier eben die maximale Rarity bekommen, also die besten Items. Ja, jetzt ist es drin. Jetzt ist es drin. Wir verkaufen natürlich alles, was wir nicht brauchen. Und heben nur das Wichtige auf. Und zwar alles, was rot ist. Das kommt dann hier ab in den Stash. Handschuhe zu Handschuhe. Und so weiter, damit die anderen dann irgendwann auch mal, die anderen Charaktere, schon direkt mit guten Sachen starten können. Ja, und beim nächsten Mal dann geht es, wie gesagt, hier mit diesem, also mit dieser Kernfähigkeit oder mit dieser Spezialisierung geht es dann nochmal hier mit der Zauberin rein. Und dann Fokus auf Gottheit des, Gottheit der Zeit. Und dann hoffe ich, dass das richtig gut mit den Homing Missiles funktioniert. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin.